Guckt euch das schnell an. Warum gibt es noch Mists of Pandaria? Mists of Pandaria. Ladebildschirme. Sehr dubios. Warum ist das Spiel jetzt abgekackt? Ich bin ein bisschen rot, ne? Ich war viel draußen. Ja, ich mach was. Warum ist das Spiel jetzt abgekackt? Zum Kotzen. Mann, es lädt noch. Scheiße, ich habe alle vier gedrückt. Es geht bestimmt gleich aus. Ja. Ah, okay. Geht's weiter. Mal ein Legion Screensaver. Es geht auch schnell jetzt. Das war sehr dubios. Ja. Wir sind wieder in Dallara. Also, wir haben das letzte Mal unsere Artefaktwaffe geholt. Dieses gute Teil. Die Faust von Raden. Und die macht hier das hier. 100. Also, was bringt mir das, wenn ich das drücke? Ach, hier. Eure nächsten Einsatz von Blitzschlag und Kettenblitzschlag verursacht 200% zusätzlichen Schaden. Ja, das muss ich ja hier unten mit reinlegen. Das ist ja in meiner Rotation mit drin, ne? Aber ganz klar. Also, was soll's? Das hilft ja nichts. Ja, Erdbeben muss ich eh anklicken. Dann machen wir das mal so. Hier die Heilung lassen wir auch mal. Das ist ja nur, das drücke ich ja nur, wenn das hier vor. Wenn das hier aktiv ist, alle 30 Sekunden. Und dann nehmen wir das hier mit rein, ne? Wenn das auf CD ist, das ist ja cool. Aber das kann ich eigentlich dann so machen, so, weil das hat ein bisschen längere Abklingzeit. Das hat eine Minute Abklingzeit. Okay. Gewährt die Fähigkeit Sturmhüter, die euren Blitzschlag eine noch größere Macht verleiht. Und hier, ich habe mir das. Ich hab durchgelesen, ist übertrieben. Ich spoilere mich da gar nicht. Ich will das alles selbst irgendwie herausfinden. Warte mal, ich muss mal. Das hier hat irgendwie 0 von 100, stand da eben irgendwas. Artefaktmacht. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie Artefaktmacht sammeln. Und das dann, ja, meine Tochter schläft schon nicht und die hat auch noch Besuch. Ihr Cousin ist da, der schläft auch hier das erste Mal. Und kann sein, dass ich ab und zu mal noch weg muss, ne? Aber ihr kennt das ja. Das müsst ihr entweder aushalten oder ihr guckt woanders. Das tut mir leid, das kann ich nicht ändern. Das geht wirklich vor. Und jetzt wollte ich mal noch gucken hier. Naja, das sind ja die Talente. Ach hier, das sind Talente. Dann ab 110. Und dann die Artefaktwaffe hat anscheinend auch noch irgendwas, was ich damit machen kann. So, jetzt mal die Gilde begrüßen. Jetzt geht's los. Wir müssen in den Mahlström zurückkehren. Machen wir doch. Ups. Meine Maus ist ein bisschen stark eingestellt. Jetzt geht's los. In den Mahlström. Ach, das wird jetzt immer angezeigt von dem Gebiet, wo man hingeht. Jetzt verstehe ich das. Ich habe gegen die Besten gekämpft. Ihr seid wahrhaft der Auserwählte, Gorgulus. Ich würde meinen Freunden mein Leben für euch geben. Wo immer ihr den Irdenen, ich muss das, ich habe das schon ein paar Mal falsch gesagt, ich weiß. Wo immer ihr den Irdenen Ring hinführt, werde ich euch folgen. Der Redguy ist auf unserer Kämpft wie ein Seite. Champion! Sehr cool. Mögen die Ahnen über euch wachen. Sturmruferin Milra sagt zu mir: Sprecht mit Nobundo und nehmt euren Platz im Kreis ein, Gorbulus. Der Irdenring wird sich erfreut erheben und ihr werdet sein Anführer sein. Zwischen diesen Steinen befindet sich das legendäre Herz von Azeroth, das wir als Operationsbasis nutzen können. Vielleicht lassen sich mit der Macht eures Artefakts die verborgenen Kammern öffnen. Wir stehen am Cool. Rande des Vergessens, aber wir stehen nicht allein. Tretet vor, Schamane. Sprecht mit Nobundo. Gebt nicht auf.
Die Elemente haben euch als ihren Champion erwählt, Gorbulus. Das Artefakt in euren Händen ist der Beweis dafür. Es ist eure Bestimmung, den irdenen Ring gegen die brennende Legion zu führen. Wir brauchen euch. Nehmt ihr diese Bürde an. Ein neu geschmiedeter Ring? In Allianz und Horde herrscht das Chaos. Wenn wir Azeroth retten wollen, müssen wir Schamanen unsere Kräfte bündeln. Die Elemente werden uns nie verlassen. Naja, dann machen wir das halt. Ja, ich werde euer Scharfseher sein. Nehmt euren Platz im Kreis ein. Der irdene Ring wurde neu geschmiedet. Und mit ihm fachen wir die Hoffnung für diese Welt wieder an. Ihr seid auserwählt, Azeroth zu verteidigen. Möge eure Weisheit diesen Kreis zum Sieg führen und möge die Macht eures Artefakts diejenigen zermalmen, die Chaos über dieses Land bringen wollen. Hier entlang. Die Tauren erzählen von versteckten Kammern dort unten, die wir als Operationsbasis nutzen könnten. Was ist diese Stimme? Guck mal hier oben, was ist das jetzt? Ordensressourcen. Weltkarte, was ist denn das da oben? Und das hier, uralte Erdrutsch. Leg das Herz von Azeroth frei. Machen wir. Und hier sind zwei Steinelementare und sterblicher Steinwächter. Ich höre. Der Irdenring erhebt sich erneut, um Azeroth zu retten. Ihr werdet unser Scharfseher und wir die Werkzeuge eurer Führung sein, Gorbulus. Wir können unsere Welt nur retten, indem wir zusammenarbeiten. Wir stehen euch zu Diensten. Wir dürfen nie vergessen. Könnt ihr es spüren, Schamane? Hier im Herzen von Azeroth, wo Erde, Wind und Wellen aufeinander prallen, scheint man mit der Welt selbst sprechen zu können. Euer Artefakt verfügt über große Macht und noch größeres Potenzial. Bringt es nach dort unten zum uralten Elementaraltar, gleich neben dem wirbelnden Mahlström. Dort könnt ihr mit Azeroth kommunizieren und euer Artefakt mit noch mächtigeren Fähigkeiten ausstatten. Macht euch auf und zeigt mir dann, was ihr gelernt habt. Erinnert euch. Machen wir. Das Herz von Azeroth entdeckt. War das ziemlich weiter Weg, kann das sein? Was ist hier los? Welche Weisheit sucht ihr? Um Harmonie mit den Elementen zu entwickeln, muss man ihre Wechselwirkungen untereinander studieren und verstehen. Die Tote Matrix ist eine alte Trainingsmethode, ein Rätsel, das Geist und Verstand herausfordert. Das Ziel der Übung ist es, alle Totems in Wassertotems zu verwandeln. Berührt einfach ein Totem, um die Beschwörung durchzuführen. Wisset, dass alle Dinge untereinander verbunden sind. Diese Lektion ist bei diesem Rätsel von unschätzbarem Wert. Genau wie im Leben. Nun, erklärt mir die Regeln. Man wird euch ein Raster von 5x5 Elementartotems zeigen. Einige sind Feuer, andere Wassertotems. Euer Ziel ist es, alle in Wassertotems zu verwandeln. Ihr müsst ein Totem nur berühren, um seine Elementarzugehörigkeit umzukehren. Ah, aber die Elemente sind untereinander verbunden. Wenn ihr also ein Totem umkehrt, werden auch die 4 angrenzenden Totems verändert. Mit Geduld, Versuch und Irrtum. Try and Error, sau schlecht übersetzt. Versuch und Irrtum. Solltet ihr in der Lage sein, alle Totems in Wassertotems zu machen. Zu machen? Naja. Gebt euer Bestes, Schamane. Ich verstehe. Startet ihr Herausforderung. Liebe Freunde, essen. Diese Dinge sind die wichtigsten. Alles in Wasser verwandeln. Okay. Machen wir das. Ich bin schlecht in sowas. Ich bin ganz schlecht in sowas.
Alle in Wassertotems verwandeln. Alter. Gibt's da auch was für? Scheiße. Das dann mal das und das. So, haben wir es doch. Ah nein. Shit. So müsste das doch jetzt gleich gehen irgendwie, ne? Das jetzt hier machen. Das hier nochmal. Das hier. Kann ich das nochmal ändern? Das hier nochmal ändern? Kann ich die drei kann ich machen. Und die drei. Dann verändert sich das ja wieder. Ach so scheiße. Das ist schon fies, ne? Ganz schlecht in sowas. Sollen wir das so machen? So. Jetzt bin ich ja schon wieder ganz da oben. Das heißt, okay. Na, ist ja scheiße. Das habe ich schon wieder so. Oh, fuck. Oh, wartet mal kurz. Dieser Wichser hier. Das hier, das und das, dann wird das gehen. Das ist echt arschig, ne? Jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt das hier mache, dann werden die zwei, dann sind das aber wieder. Ich muss das hier machen, dann werden die einen, die alle Feuer. Dann werden die alle Feuer, das will ich ja aber nicht. Kann ich das hier machen? Scheiße. Du bist wieder so. Kann man hier gar nichts machen. Aber dann sind die ja wieder. Ich muss den ja auch noch irgendwie anbekommen. So. Boah, ist das fies. So. Was wächst denn? Scheiße, jetzt ist auch wieder Feuer hier. Hmm.
So, jetzt haben wir das geschafft und jetzt? Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. Ich verstehe. Selbst wer den Ruf des Schamanen gefolgt seid, Gorbulus. Ihr habt einen natürlichen Instinkt für die Vernetzung aller Dinge. Seid ihr bereit für eine etwas schwierige Herausforderung? Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Krass, muss ich wirklich zu denen? Ich muss hier runter. Ist das jetzt schwieriger? Okay. Ich weiß auch gar nicht, was mir das hier bringt. Also ich lasse das jetzt einfach mal. War eine schöne Sache, aber... Was ist hier eigentlich noch alles? Schön, euch zu sehen. Der Irdenring steht euch bei, Scharfseher. Wir kämpfen mit euch gegen die Brennelegion, koste es, was es wolle. Okay. Okay, also hier ist irgendein Landeplatz. Hier läuft ein guter Mann rum, ja. Okay, da müssen wir hin. Oh. Das ist mein Artefakt. Alles klar. Sturmhüter. Das war das, was wir haben, ne? Kann ich frostiges Artefakt kriegen, stürmisches? Und das hier ist noch gesperrt. Okay. Musste ich ja machen, ne? Kraftzug. Erhöht den von Blitzschlag verursachten Schaden um 15%. Ah, das ist jetzt ein Skillbaum rein für meine Artefaktwaffe. Ach, das hier unten drunter ist die Waffe. Ist ja cool. Dann lassen wir das einfach mal so. Bereit zur Abgabe. Alles klar. Zum Glück stirbt man hier nicht. Allmächtiger. Oh, jetzt bin ich ja ganz da oben. Alter, jetzt kann ich wieder da runterfliegen. Kann ich hier fliegen? Nein. Dann nehmen wir unser Kamel, ne? Mich das geilste Reiz hier. Gut, also was das mit diesem Spiel auf sich hat, vielleicht muss man das 5-mal machen oder so, für ein Achievement oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, hier kann ich das abgeben bei Scharfseher Nobundo. Da ist er wieder. Kommt näher, sprecht. Ich spüre, dass eure Arbeit hier gerade erst begonnen hat. Je vertrauter ihr mit eurem Artefakt werdet, desto weiter könnt ihr seine Kräfte verstärken. Die anderen beobachten euch aufmerksam. Ihr seid bereits zu einem Symbol der Hoffnung in unserem Kampf gegen die Legion geworden. Gute Sache, ne? Wir Schamanen unter eurem Befehl werden euch in eurem Kampf gegen die Legion unterstützen. Ihr könnt unsere Aktionen von hier aus lenken. Sucht Berater Seville ein Stückchen südlich von ihr auf und geht an, die Späherkarte, über die ihr eure Anhänger führen könnt. Ah, das ist sowas wie beim, wie heißt's, wie bei der Garnison. Ich habe hier Anhänger, die für mich Aufgaben machen, okay. Auf diese Späherkarte werden wir zudem verschiedene bemerkenswerte Punkte auf den verheerten Inseln markieren. Azeroth braucht euch, Scharfseher. Geht jetzt zur Späherkarte und wählt euren ersten Angriffspunkt aus. Im Glauben liegt immer ein Weg. Portal nach Dalaran, okay. Was braucht ihr? Vorwärts zum Sieg. Hin? Wo muss ich hin? Ich muss da runter. Aber da war auch ein Punkt. Ah, hier ist die Späherkarte, alles klar. Achso, okay. Sturmheim. Kriegshäuptling Silvanas Windläufer hat ihre eigene Flotte darauf vorbereitet, zu den Klippen von Sturmheim zu reisen, um die Ägis von Akrama aufzuspüren. Doch dieses Land dient als Heimat für einen uralten Vrykul-Clan, dessen Anführer ebenfalls die Macht der Ägis für sich beanspruchen will und vor nichts Halt macht, um an ihrer Macht zu gelangen. Der Hochberg. Der Hochberg ist eine der letzten Grenzen der verheerten Insel und beherrscht vom nördlichen Horizont mit seinen verklüfteten Gipfel. Seine trügerischen Steilpfade bieten sowohl den edlen Taurenstämmen als auch den primitiven unterirdischen Trogba
eine Heimat. Ihr unsicherer Frieden wird durch den unerbitterlichen Marsch der Legion auf die Probe gestellt. Natsuna, ich nehme einfach mal Sturmheim. Nathanos Pestrufer, der Champions der Bungee-Königin, höchstpersönlich will, dass ihr nach Dalaran kommt. Es klang dringend. Die Kirin-Tor haben ein permanentes Portal nach Dalaran eingerichtet, das habe ich oben schon gesehen, damit ihr schnell dorthin eilen könnt. Er erwartet euch in der violetten Zier der Zitadelle. Okay, machen wir. Nathan Pestrufer, das ist ja höchstpersönlich. Achso. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Alles klar. Gut. Machen wir. Reist nach Dalaran. Hier ist Dalaran. Dieses Astralportal bringt euch auf Wunsch nach Dalaran zurück. Ich werde es offen halten, damit ihr zu jeder Zeit zurückkehren könnt. Mhm. Eine gute Entscheidung, Scharfseher. Hinter mir habe ich ein Astralportal nach Dalaran geöffnet, damit unsere Leute schnell zwischen unseren Operationsbasen und der verheerten Insel hin und her reisen können. Geht hindurch, um nach Dalaran zurückzukehren. Ihr könnt das Portal jederzeit verwenden, um hierher zurückzukommen und eure Artefakte zu verstärken oder eure Anhänger zu befehligen. Mögen die Elemente euch sicher leiten, Scharfseher. Wir dürfen nie vergessen. Ja, cool. Ja, war eine sehr informative Folge. Wir wissen, was uns die Artefaktwaffe bringt. Das ist vom Prinzip unser neuer Skillbaum. Und ich reite mit dem Kamel ohne irgendwas. Alles klar. So. Und wir müssen zum violetten Turm, ne? Was mit den Quests da unten? Ach, das ist die Inschriften. Zeugs, Gebimsel, ne? Ja, dann gehen wir ab zum violetten Turm. Und sprechen mit dem Fuzzi hier. Ah, hier. Okay. Und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für die Horde. Bye, bye.